So, da wären wir wieder. Ich habe im Zwergenwiki nachgeguckt und es war mal wieder ein doofer Fehler meinerseits. Es war nicht mit Dump, sondern muss erstmal die Gegenstände unverbieten. Also, die sind jetzt verboten, weil sie halt dem Feind gehören. Das heißt, wir müssen erstmal D, B und dann Reclaim machen. So, zack. Und jetzt Dump. Nochmal drüber. Das heißt, jetzt dürften sie theoretisch alle Sachen wegnehmen können. Warten wir mal ganz kurz. Und da seht ihr schon, es kommen ganz viele Zwerge an, schnappen sich jeweils ein Kleidungsstück von dem armen Goblin und rasen damit jetzt zu dem Stockpile für Rüstung und so weiter. Nein, sie rasen alle zu dem Garbagehaufen. Und das war es jetzt anscheinend. Das heißt, unsere Miliz kann erstmal wieder weg. Die will aber anscheinend gar nicht weg. Cancel Station. Okay, so. Und dann schauen wir doch mal, was der Goblin alles dabei hatte. Also, wir haben einen silbernen Dolch, der wird geclaimed. Wir haben einen Beutel, wird geclaimed. Wir haben eine Tunik, wird geclaimed. Eine Robe, Cloak, Cap, Hood. Ein Loincloth. Das ist ein Lendenschurz aus Höhlenspinnenseide. Ein Trollpelz, eine Trollpelzhose. Das sind ja schon interessante Sachen dabei. Aber ja, was mich am meisten interessiert, ist der Silberdolch. Den können wir später einschmelzen. Benutzen können wir ihn nicht, weil er large ist. Aber ja, ich glaube, damit dürfte ich jetzt alle. Ich mache nochmal D, B, C und gehe über den Haufen rüber. Dann dürfte das alles geclaimed sein. Gucke ich nochmal kurz. Ja. Nirgendwo was in Doppelklammern. Also Doppelklammern bedeutet, dass sie nicht von unseren Zwergen angerührt werden. Da muss man einfach hier das F drücken, dann sieht man das. Zack, F, F. So. Jetzt dürften die Zwerge alle nochmal kommen und die Sachen in die richtigen Stockpiles packen. Und jetzt haben wir einen Nakidai Goblin, mit dem wir irgendwas anstellen können. Aber ein Goblin ist mir zu wenig. Wir basteln dann später interessante Fallen. Aber da will ich dann gleich mehr auf einmal verhökern. So, in der Zwischenzeit habe ich auch off-camera die ganzen Betten hier reingestellt und auch die ersten Türen. Das sind jetzt alles Betten von mindestens vierter Qualitätsstufe. Also diese fünf Balken nach unten. Und hier unten habe ich auch noch Betten gesetzt, die aber alle von der höchsten Qualitätsstufe sind. Also diesem großen Stern. So, der nächste Punkt. Wir wollten unten gucken bei unserer Schmiede. Da ist gar nichts mehr in Arbeit. Haben wir kein Holz mehr? Doch, wir haben noch Holz. Dann. Oh, das ist der Closier-Shop. Da. Wir hätten gerne Charcoal, 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 Charcoal. Und jetzt, wo die Karawane weg ist, würde ich auch ganz gerne mal gucken, was wir so alles an Metall haben. Da gehen wir jetzt runter auf Barren. Wir haben zwei Eisenbarren. Wir haben zwei Bronzebarren, zwei Stahlbarren. Vier Kohle und vier Charcoal, 14 Charcoal. Das heißt, wir könnten jetzt aus den Stahl- und Bronzebarren mal Äxte machen. Gucken wir mal hier hin. Wir hätten gerne A, wir hätten gerne W, wir hätten gerne Bronze und eine Battle Axe. Und noch eine Battle Axe. Und jetzt das Ganze nochmal aus Stahl. Noch eine Battle Axe und noch eine Battle Axe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Barren man braucht für die Waffe. Eventuell können wir nur jeweils eine Waffe herstellen. Das müssen wir aber schauen. Dann dürfte ja eigentlich Tammy anfangen zu meckern. Denn ich glaube, Tammy war die Waffenschmiedin. Richtig? Tammy, Waffenschmiedin. Ja. Und die hat auch schon gerade den Auftrag angenommen, eine Bronze-Battle-Axe herzustellen. Schön, schön. Dann, während sie das machen, gehen wir nochmal kurz auf Stocks und designieren jetzt Sachen, die eingeschmolzen werden sollen. Denn wie wir gesehen haben, wir haben 18 Kohle. Und nur vier Barren, die wir zu Waffen verschmelzen können, verarbeiten können. Das heißt, wir haben noch 10 Barren Kohle über, um irgendetwas anderes einzuschmelzen. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz, was wir so haben. Wir haben noch Armbrüste aus Stahl und Bronze. Die können wir noch mal einschmelzen. Denn wenn ich später einen Trupp habe mit Armbrüsten, dann werden die alle aus Holz gemacht. Das ist ein wenig kostengünstiger, geht schneller und es ist wahrscheinlich auch von einer höheren Qualität, weil unsere Carpenter halt wesentlich mehr produziert als ein Waffenschmied.
Und die Qualität ist das Ausschlaggebende bei der Waffe. Vor allem bei der Armbrust, denn man schlägt mit der Armbrust selbst ja nicht auf den Gegner ein, sondern man schießt dir den Bolzen ab. Das heißt, bei Armbrüsten geht es echt primär nur um die Qualität, nicht um das Material. Das heißt, das schmelzen wir jetzt ein, wir drücken einfach M. Und da drücken wir auch M. Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch den Dolch, den will ich aber nicht einschmelzen. Wir haben Trainingsäxte. Die können ruhig da bleiben. Haben wir noch irgendetwas? Rüstung haben wir ganz viel. Das kann man, soweit ich weiß, auch leider nicht sortieren. Also muss man hier ein gutes Auge haben. Aber es ist ja bloß eine Seite. Aber das sind alles Ledersachen. Silk, Silk, Silk. Ja. Noch mehr Ledersachen. Ja, das finde ich ein wenig. Also es ist schön, dass es so viel Auswahl gibt an verschiedenen Ledersorten. Aber manchmal wünschte ich mir, dass es nur eine Sorte Leder gäbe. Es gab da früher auch mal einen Mod für, der ist aber leider nicht mehr für die aktuelle Zwergenversion geeignet. Da wurde das alles halt ein bisschen runtergestuft. Da gibt es dann halt nur 10 verschiedene Ledersorten, nur so und so viele verschiedene Steine, damit das alles ein bisschen übersichtlicher wird. Es ist alles auch Leder. Ah, dann weiß ich auch nicht, was ich davon einschmelzen soll. Oh, hier haben wir Schilde. Die Schilde sollten wir auf jeden Fall behalten. Also klar hätten wir gerne später Schilde in besserer Metallart und Qualität. Aber wir haben jetzt eh nur 6 Stück und wir haben 7 Zwerge, die sie gerne hätten, wenn ich richtig gucke. Also schmelzen wir davon nichts ein. Amboss schmelzen wir auch nicht ein. Haben wir noch irgendwas aus Metall? Wir hatten noch Spielzeug. Spielzeug? Granit, 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 Granit? Nee. Ein Bronze Carving Knife, das kann eingeschmelzt werden. Eine Carving Fork kann eingeschmelzt werden. Und eine Bronze Trompete und eine Bronze Piccolo. Das müsste es jetzt gewesen sein. Reicht ja auch erstmal. So, Escape, Escape. Und das müsste jetzt hier unten hingebracht werden und eingeschmelzt werden. Zu 2/3 der Barrenkosten. Also wenn man jetzt halt so eine Bronze Piccolo herstellt, das ist eine Querflöte oder eine Panflöte, weiß ich jetzt nicht. Irgendeine Flöte auf jeden Fall. Die kostet eigentlich 1 Barren. Das heißt, wenn wir sie einschmelzen, kriegen wir einen 2/3 Barren. Der bleibt hier in dem Workshop drin, solange bis noch 1/3 von der Metallsorte dazukommt. Und dann entsteht erst ein ganzer Barren. Deswegen sollte man nicht zu viele von diesen Schmelzöfen haben. Aber irgendwie kommt da gerade keiner. Das ist jetzt komisch. Also eigentlich habe ich Tammy und wer war der andere? Und Wayne of Games. Die hatte ich eigentlich auch beide designiert als Metallschmied, also Metalcrafter, Blacksmith und Furnace Operator. Das heißt, es müsste eigentlich auch von denen gemacht werden. Aber gut, wir haben den Auftrag erstmal erteilt, das ist das Wichtigste. Wir sehen, dass unser Holzverbrenner fleißig Holz verbrennt. Und die Äxte müssten auch schon fertig sein. Jo, sind alle gemacht worden, ohne zu meckern. Das heißt, wir haben jetzt 2 Bronzeäxte mehr und 2 Stahläxte mehr. Gucken wir mal kurz in Stocks. Waffen. Und 4 Stahläxte, 3 Bronzeäxte. Das heißt, jeder Zwerg hat jetzt eine ordentliche Metallaxt in der Hand. So muss das sein. Das heißt, wenn wir demnächst wieder ein bisschen Metall über haben, dann geht's an Rüstungsschmieden. So. Und unsere Mine braucht wieder was an Befehlen. Dum, 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 dum. Das heißt, wir buddeln einfach jetzt mal hier da lang. So, hier runter. Aber anscheinend gibt es hier auf der Etage nur dieses Bismuthinin irgendwas. Warum habe ich da den Runtermacher gesetzt? Den Weg nach unten gesetzt, das ist ja auch komisch. So. Also von dem Punkt einmal Shift in eine Richtung. Das wäre dann hier. Müsste es nach oben. So. Und hier müsste es auch wieder nach unten. 2, 3, so. Hier nach oben.
So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo da auf eine Eisenerzader stoßen. Oder irgendeine andere Metallader. Wenn wir wieder nur auf dieses Bismuthinit stoßen, dann geben wir diese Etage auf und benutzen die nur noch, um Granit zu bekommen. Aber ich glaube, da dürften wir nicht so schnell Probleme mitbekommen. Also Granit ist hier echt in der ganzen Etage verteilt. So, hier wollen wir auch noch lang. Boah, hier haben wir richtig viel Platz. Da strecke ich erstmal nur die Hauptfühler aus. Die ganzen Querverstrebungen kann man später auch noch machen. Und warum sind die jetzt unterschiedlich? Oh. Lalala. Was zur Hölle? Ich will von hier aus. Shift links, 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 Shift links. Ah, bis da. Na also. Ein hoch, noch ein hoch und wieder rüber. Und wenn wir das gleich gemacht haben, dann gucke ich mir mal ganz kurz die die Metallvorräte hier an. Was da denn so den Wänden hängt. Wir haben hier Bismuthinit. Wir haben hier Topase. Wir haben hier Bismuthinit. Und ist noch irgendwo irgendwas? Da ist auch Bismuthinit. Ah, ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Was sagt eigentlich der Schmelzofen? Was für Metall? Achso, wir müssen erstmal noch den Auftrag geben, was einzuschmelzen. Okay, dann schmelzt mal was ein auf Endlosschleife. Und hier können wir jetzt Bismuthinit-Erz einschmelzen. Das wäre ja auch interessant. Sonst können wir nichts herstellen. Das machen wir doch 1, 2, 3, 4, 5 Mal und gucken, was bei rauskommt. Ich dachte eigentlich, man bräuchte noch irgendetwas anderes, um dieses Bismuthinit-Bronze herzustellen. Wenn nicht, wäre es natürlich sehr schön. Also wenn wir jetzt direkt aus dem Erz Bismuthinit-Bronze herstellen könnten. Weil das soll ein Ticken besser sein als normale Bronze. Denn dann wären unsere Metallprobleme echt gelöst. Denn von dem Roherz haben wir eine ganze Menge. Wo ist unser Stockpile? Hier. Die kleinen Dinger sind alles Bismuthinit-Erz und unten in den Wänden waren ja auch überall welche. Und hier wollte ich eigentlich noch einen Stockpile hinpacken. PS. Einmal hier ein. Es wird wieder nicht symmetrisch. Hm? Aber sei es drum, es ist nur ein Stockpile. So. So. Und ich habe jetzt so viele gemacht, damit wir mehr Wheelbarrows zuordnen können. 3, 3, 3, 3. So, dann sollten wir aber auch gleich neu einen Auftrag geben. Aufgabenliste. Wir hätten gerne Wheelbarrows und zwar nicht aus Metall, Gott bewahre, sondern aus Holz. Und davon hätten wir gerne 12 Stück. Und die Zeit sollte jetzt echt mal ein bisschen schneller vorangehen. Also ich sollte weniger Pause drücken. Denn ich will, dass das neue Jahr ist, damit ich wieder rausgehen kann und ein bisschen Holz hacken. Denn unsere Vorräte gehen jetzt doch recht drastisch runter, nachdem ich 30, 40 Betten hergestellt habe. Ja. Was haben wir noch für Nachrichten? Das Kind Vinadiana hat abgebrochen, die Party zu besuchen, um etwas zu trinken zu holen. Okay. Ja, trinken haben wir echt eine ganze Menge, wie ich das so sehe. Nur das Essen ist halt das Problem. Da kommen wir nicht so wirklich hinterher. Ich habe auch schon geguckt, ob wir zufällig vielleicht das Trinken zu Essen machen könnten. Das mag ich ja eigentlich nicht. Aber wir haben doch recht viel Zwergenwein über. Nee, damit will ich gar nicht erst anfangen. Wir müssen einfach mehr darauf achten, dass unsere Hunde alle schön überleben und die dann regelmäßig schlachten. Und bei der nächsten Karawane viel mehr eintauschen. Apropos viel mehr eintauschen. Ich sollte mehr Crafts-Zwerge einstellen. Spielzeug oder Musikinstrumente? Ich glaube, diesmal sollten wir Musikinstrumente herstellen. So, und was sagt mein Dwarf Therapist? Wie viele Stonecrafter haben wir? Stonecrafting haben wir nur einen. Das geht gar nicht. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen Howler und mache den auch nochmal zum Stonecrafter.
Dann suchen wir uns mal einen raus. Nee, der hier ist Butler. Der hier hat eh gerade nichts zu tun. So. Obwohl, ich sollte einen nehmen, der schon einen Namen hat. Hm? So, ein Hauler mit Namen hätte ich gerne. Braktasch. VYN. Du bist jetzt Stonecraft. Und CPL. Crafts. Stonecrafting. So. Der wird jetzt zwar keinen besonders hohen Skill haben, aber das ist ziemlich egal. Denn der wird so schnell in die Höhe schießen, der Skill, dass, ja, weil er halt den ganzen Tag nichts anderes macht, als die Dinger herzustellen. Das passt denn schon. So, die Holzvorräte gehen wirklich ganz schön schnell zur Neige. Aber er ist anscheinend schon dabei, die Wheelbarrows herzustellen. Das heißt, es ist nicht mehr viel zu tun für ihn. Dann geht das restliche Holz runter, um verköhlert zu werden. Wie schaut es hier unten aus? Das Bismuthinit wurde schon weiterentwickelt, weiterverarbeitet. Was sagen denn die Stocks bei den Barren? Barren? Bismutbarren. Bismut ist kein Bismutbronze. Gucken wir mal, ob wir jetzt, wo wir die Bismutbarren haben und Bronzebarren, ob wir vielleicht Bismutbronze herstellen können. Ne, steht hier links. So, hier ist Bismut Bronze, aber steht nicht da, was man dafür braucht. Guck ich mal ganz kurz ins Wiki. Bismut Bronze. Wir brauchen ein Zinnbarren, zwei Kupferbarren und ein Bismutbarren. Ja, das können wir knicken. Also das Einschmelzen können wir uns eigentlich sparen. Dann nehmen wir die Kohle lieber für irgendwas Praktisches. Dieses Bismutin-Bronze werden wir so schnell nicht herstellen können. Außer wir stoßen auf eine Zinnader und eine Kupferader, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber gut, hätten wir das auch geklärt, machen wir jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder.